Und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren geilen Episode Kingdom Come Deliverance. Es ist wunderschön, dass ihr mit am Start seid. Denn in der letzten Episode haben wir weiter unsere Kopfgeldjagd fortgesetzt. Wir wurden auch überfallen. Also einfach krass. Wir sind gerade hoffnungslos überladen. Den größten Teil der Strecke bin ich gerade außerhalb der Aufnahme gelaufen, weil wir müssen Kram verkaufen, und zwar ohne Ende. Und wie das Ganze aussieht, nach dem Öffnungsstart. Und da sind wir wieder, Freunde. Back in business, okay? Wir sind jetzt in der Nähe der Mühle. Das ist schon mal sehr gut. Wir sind halt wirklich hoffnungslos überladen. Das ist der Wahnsinn, ist das. So, wir nutzen auch diese Brücke, dann rechts abbiegen und dann sind wir quasi auch schon da. Und dann können wir unser Pferd anrufen. Das ist natürlich schon mal optimal. Dann wird das Pferd erstmal entladen. Und wir müssen uns dann auch erstmal komplett regenerieren. Hauptmann Bernhard Bericht erstatten. Ich denke, der wird höchst zufrieden mit uns sein, da wir wirklich viele Plünderer abgemurkst haben, ja. Bislang, toi toi toi, haben wir nicht wirklich Kämpfe verloren, ne? Also wir hatten jetzt natürlich, haben wir auch Kämpfe verloren. Den ersten zum Beispiel, als wir zur anderen Mühle rüber sind, den hatten wir verkackt. Aber im Wesentlichen, muss ich sagen, läuft das sehr, sehr smooth. Wir kommen wirklich gut durch. Muss jemand kacken? Voll random die Frage, sorry. So. Dann holen wir erstmal gleich unser Gaul ran. Da ist er. Das ist so schön, dass das einfach funktioniert. So, Gefährten. Dann nehmen wir alles ins Inventory. Und dann wird dieser ganze Schissel verkauft. Und ich hoffe, dass das ein bisschen was einbringt. Also ernsthaft. Boah, ey, wie viel Kram wir haben. Ich so, ja. Okay, ich bin maßlos überladen. Alter. Okay, hallo? Hallo, Meister? Hallo? Komm, Alter. Wie geht's? Sehr gut. Vor allem würde es mir noch besser gehen, wenn du mir den ganzen Scheiß abkaufst. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Ist so. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Er hat ja Geld da, also so ist es nicht. Haben wir eigentlich diese Schatzkarte? 12. Ja, die haben wir. Ich habe hier wirklich... Ja, man sieht original einfach nichts. Eine Liste der Weisheit, auf jeden Fall. So, wir verkaufen. Boah, das wird übel, Leute. Wir verkaufen. Erstmal den Warenkorb. Weg damit. Weg. Weg. Alter, diese ganzen Äxte alleine, ne? Ja, Kleinvieh, Freunde. Kleinvieh, ich sag's euch. So, jetzt müssen wir darauf achten, dass wir einen Dolch behalten. Die anderen können weg. Dornkolben brauchen wir nicht. Weg. Fackeln. Wie viele Fackeln will ich haben? Ich so, ja. Eine reicht. Fleischermesser. Weg. Langstreckenfeuerwerk. Morgenstern weg. Ritterjagdschwert. Weg. Weg. Haselnussbogen. Haben wir jetzt einen ausgerüstet. Der Rest. Weg. Weg. Der schwere Kriegshammer. Dann machen wir so Verlust gerade eigentlich. Egal. So, Spitzpfeil weg. Jagdpfeile, die verbesserten. Verbesserte Jagdpfeile brauchen wir nicht. Wir nehmen ja die Spitzpfeile. Die sind erheblich geiler. So, dann die Stiefelchen. Alte Hemden. Alles weg, Freunde. Weg, 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 weg. Hundhauben. Ah, hier können wir ein richtig dickes Geschäft gerade machen. Eisenhut. Ja, das war der, den wir vorher hatten, ne? So ein Hütchen. Geflickte Beinlinge. Weg, weg, weg. Die gewöhnliche Beckenhaube.
Ah, nee, wir hatten diesen Eisenhut hier. Den können wir mittlerweile auch einfach verkaufen. Okay, Jagdstiefel, Kettenhaube, verbessert uns auch nicht. Ich gleiche das immer so ein bisschen grob mit diesen Werten ab. Wenn da nämlich was bei ist, was uns verbessert, ist auf jeden Fall die Überlegung da, dass wir die Sachen auch behalten. Das kann auch weg, modische Schlappen. Blau ist immer gut, rot ist immer schlecht. Oha, wir machen so Asche, Freunde. Wir machen so gnadenlos Kohle, Freunde. Weg damit. Schrot. So, und die Schlappen können wir eigentlich auch verkaufen. Wohl. Ich finde, dass die tatsächlich irgendwie cooler aussehen. Egal, weg. Weg damit. Let's go. Nahrung. Äpfel. Brezeln. Brot. Weg. Trocknete Pilze. Weg. Hasenfleisch, Hirschfleisch, Hundefleisch. Wird natürlich auch verkauft. Hundeschmalz. Karotten. Und das Trockenobst. Weg. Questgegenstände werden natürlich behalten. Brennnesseln behalten wir. Dietriche behalten wir. Goldener Kelch, Schau mit V. Ach komm, bist da Hundeleder. Kleines Rüstungsset, kleines Schmiedeset. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Müssten wir eigentlich auch mal testen. Rezept für Schlaftrunk. Kann man auch mal lesen, ne? Theoretisch. Silberkelch. Wir sind übrigens nicht mehr überladen. Verbände. Er braucht Schlüssel, Wildschweinhauer. Und das war's. 1-4. Schlägt er vor. Wir, lässt sich was am Preis machen? Wir handeln da auf jeden Fall noch einen aus. Ist gut. Oh, 1-4 Villa. 1-8. Ist das genug? Weniger. Ja, wir kommen ihm etwas entgegen. Ist das genug? Scheiße. Wir kommen der Sache näher. Nur noch ein bisschen weniger. Ja, gut, ne? Hand drauf, mein Freund. Ich wusste, wir werden uns einig. Jo. Ich hatte keinen Bock, jetzt nochmal alles einzugeben. Deswegen, es war doch brauchbar, Freunde. So, einmal aufsitzen. Ja. Dann kümmern wir uns um Heilung und so weiter und so fort. Und frische, saubere Klamotten. Wir haben jetzt den ganzen Scheiß verkauft. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir einmal wieder aufrüsten quasi. Alter, aber das war krass. Das war wirklich krass, wie hart wir eigentlich angegriffen Grüße. Worden sind. Was benötigst du? Ja. Ich bin an euren Diensten interessiert. Aha. Heilung, Bad, saubere Kleidung. Ich möchte meine... Zahlen. Gut. Das mach's gut. Ja, Stunde ist okay. Ja, waren wir halt noch nicht so komplett im Arsch. Aber ich muss schon sagen, holy shit, ne? Also, ja, wir kommen gut durch. Aber die Überfälle, die haben wirklich reingeballert. Alleine schon, weil ich wieder über 10 Minuten zu Fuß noch latschen musste, weil Pferd war voll. Inventory war voll, ich war so hart überladen. Da war auch nichts mehr mit Schnellreise oder sonst irgendwas. Aber ich wollte halt auch nichts verschwenden. Das muss man auch an der Stelle mal dazu sagen. Ich wollte einfach nichts verschwenden. So, ich hoffe, der Dude hat noch offen. Einmal zum Schneider, bitte. Zu deinen Diensten, Herr. Ja, ja. Reparatur. Einmal alles. Okay, das ist repariert. Perfekt. Dann könnten wir eigentlich auch direkt einmal zur Apotheke latschen und Zutaten einkaufen. Schön, dich zu sehen. Ja, freue mich auch. Lass uns handeln. Wir brauchen Brennnesseln. Einbeere, nee. Tollkirsche wäre super. Ah, Ringeblumen hat er auch.
Nehmen wir auch mit. Und Tollkirschen. Werden wir auch bald wieder brauchen. 20 Talerchen in deine Tasche, gern geschehen. Weil wir müssen drüber nachdenken, dann auch unsere anderen Sachen noch zu reparieren. Und Tränke zu brauen. Tränke brauen ist enorm wichtig und spart uns am Ende so viel Kohle. Das ist Wahnsinn. So, einmal jetzt drüber zum Schuster. Einfach mal komplett wieder ausgerüstet. Schuster war hier. Da sind wir. Let's go. Du kommst mit. Für den Doggo. Hallo Schuster. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen. Ja, das hoffe ich auch. Reparier meinen Stuff, bitte. Ja, das war Billo. Das ging. So. Ja. Weitere Pfeile können wir uns organisieren. Katzen gerade wieder komplett am Eskalieren. Hallo Hagrid, was geht? Beste Grüße. Ja, ja. Lass uns handeln. Er hat die verbesserten Spitzpfeile. Die hätte ich gerne in meinem Inventory. Da falschen wir aber. Da falschen wir definitiv. Ist das genug? Damit wirst du. Weil du es. Das ist zu wenig. Endlich eine Ver. Oh, geil. Das hat besser geklappt, als ich dachte. Sehr schön. So, dann suchen wir hier noch den Schmied auf. Und dann sind wir auch komplett geil ausgerüstet. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Reparatur, einmal alles. Oh, das war jetzt teuer. Da hätte ich vielleicht auch mal falschen sollen. Okay, aber haben wir. Nee, ich reite in die falsche Richtung, lul. Ja. Haben wir. Dann einmal Attacke. Einmal kurz Bericht erstatten, aber ich muss sagen, das war echt stark. Das war wirklich stark. So, hallo. Ich habe mich um das Lager ist Geschichte. Gekümmert, genau. Hast du den Beweis? Sieh, Patron. Ja, hier. Gute Arbeit. Es gibt Gerüchte über ein weiteres Lager. Es soll sich in der Nähe des Baches befinden, der bei Neuhof vorbeifließt. Verstanden. Ich würde aber auch gerne noch schnell die Trophäen abgeben. Ich habe Trophäen. Zeig her. Was für eine Sammlung. Junge, du bist wohl Gottes Racheengel. Ja, das gibt echt Geld, ne? Muss man auch an der Stelle mal loswerden. Wie sieht's eigentlich aus gerade? Mit unseren Fähigkeiten. Ja, seht ihr, wir können sogar in der Hauptstufe was machen. Das ist ja geil. Akrobat, Gelehrter. Okay. Lesen ist natürlich gar nicht so schlecht. Rohling, Schönling. Okay, wir gucken mal. Asket. Du bekommst 30% länger. Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen um 20% stärker. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Und umgekehrt. Duft des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine Fähigkeit Heimlichkeit um 30% verringert ist. Ja, das ist eher semi-geil. Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Frischluft nach dem Kerker. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte um 20% weniger stark verringert. Na gut, weiß ich nicht. Erste Hilfe. Verbände sind 25% effektiver und du kannst deine Heilkunst auch in Dialogen einsetzen. Das klingt gar nicht mal so scheiße. Speer 2.
erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen um 20% erhöht. Klingt nicht so schlecht. Akrobat. Du warst schon immer gelenkig und hast in deiner Kindheit viel herumgetollt, dir dabei aber oft den Kopf gestoßen. Redekunst und Charisma sind um einen Punkt verringert, schon mal schlecht, aber du erhältst einen Bonus von 2 auf Agilität. Kann nicht mit Rohling, Schönling und Göhne Zunge und Nacht und Nebel kombiniert werden. Lul. Alter, da gibt es so viele Sachen. Gelehrter. Deine Lesefähigkeit, ja, das hatten wir ja. Göhne Zunge. Du hast stets Diplomatie, Ruhe, Gewalt vorgezogen und das macht sich bemerkbar. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Redekunst, aber einen Malus von 2 Punkten auf Stärke. Na. Nacht und Nebel. Du ziehst es vor, dich in den Schatten aufzuhalten. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Heimlichkeit, verlierst aber einen Punkt Stärke und Redekunst. Rohling? Du setzt lieber auf hohe Gewalt, statt Konflikte diplomatisch zu lösen. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Stärke, aber einen Malus. Weiß ich nicht. Oh, schwer. Also, ich würde fast sagen, wir gehen auf Erste Hilfe 2. Effektivere Verbände und, ja. Und wir können es halt in Dialogen nutzen. Das ist natürlich gut. Was ist resistent? Ah. Das klingt erstmal gut. Okay. Aber Freunde, es geht voran. So, wollen wir uns das nächste Lager anschauen? Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, let's go, Alter. Aufsitzen, Schnellreise, Neuhof. Let's go. Ganz ehrlich, das machen wir. Alter, ey, das macht so Laune, Freunde. Das macht so Laune. Problem ist, wir kommen relativ an, wenn es dunkel wird, ne? Oh, einmal hier entlang. Gewinne das Turnier, wenn du kannst. Ja, das findet öfter statt. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Man muss ja hier irgendwo auch in dem Wald schon sein, oder? Wir reiten noch ein gutes Stück. Muss ja hier irgendwo sein. Warte mal. Ah, unten eher am Wasser. Ich verstehe. Okay. Ja, ihr meint ja auch irgendwas vom Bach, ne? Also. Meint ihr, ich komme hier unbeschadet runter? Ich sehe das noch nicht so ganz kommen. Halt. Da unten. Da ist Lager. Ich sehe es gerade. Gut. Wir machen folgendes, wir speichern und dann knöpfen wir uns die Schwanzkrapscher einfach vor. Auf jeden Fall, Spiel ist gespeichert, ausgezeichnet. Ja, dann let's go, oder? Da unten sind sie. Treffer! Lol, was war das denn? Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Was sagt man dazu? Einer? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Hier drüben! Wo sind alle? Na, hey, dann komm! Ja, hier, sammeln. Dann komm her! Das gleiche. Wo ist mein Schwert? Hallo? Willst du jetzt weinen? Der ist gut bewaffnet. Hier! Ich treffe den einfach nicht. Neue Stufe erreicht beim Schwertkampf. Können wir das direkt nutzen? Spieler, wir können es halt wirklich nutzen gerade. Schon ein bisschen Boxershorts, ne? Doppelstich ist Kurzschwert, Jagdschwert, Säbel. Langschwert. Fehlertechnik. Narbenmacher. Zuschlagen, zuschlagen, stechen. Fehlertechnik verwirren. Wir lernen die hier. Okay, wie ging Zornhaut? Links unten Stich. Okay.
Ich muss aber auch treffen, ne? Es ist so die Kunst dabei. Na komm. Ah, oh, der ist auch so gut bewacht. Bewacht immer. Warum sag ich denn bewacht? Ja. Von der Position trifft man so scheiße, ne? Okay. Nicht schlecht. Ja. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Yes! Das war ganz wichtig. Aber wir sind noch nicht fertig, oder? Das war safe noch nicht. Aber wir snacken uns zwar sein Inventory. Aber ganz, ganz dringend. Und schon sind wir überladen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hätte gern noch dein Schild, mein Lieber. Kann ich den noch mitnehmen? Hallo, ey. Digga. Jo, haben wir? Es waren ja noch mehr. Wo ist mein Doggo? Ja, wir sind hier noch lange nicht fertig. Hier ist ja noch einer gewesen. Ich habe keine Ahnung wo. Aber wir überprüfen erstmal unser Inventory. Was haben wir? Den Schild, den können wir bitte in die Satteltasche ballern. Rüstung. Sind die Armschienen gut? Nein. Beckenhaube mit Visier? Nein. Geflickte Beinlinge? Nee. Gepolstert? Bla bla bla. Das gewöhnliche Kettenhemd haben wir. Die Jagdstiefel bringen uns auch nicht weiter, außer Vitalität. Ah. Die kurzen Beinlinge. Ja, nehmen wir. Die gehören jetzt uns. Das wird langsam hier. Ist so nett, dass die uns ausstatten, ne? Das wäre doch gar nicht notwendig gewesen. Und wir sind immer noch überladen. Fick mein Arsch. Unsere Rüstung ist einfach viel zu schwer. Wir sind halt wirklich überladen. Okay, hilft alles nichts. Wir müssen erstmal die Brennnesseln in die Satteltasche. Weil Kleinvieh halt auch Mist macht. Rüstungsset. Rezept Schlaftrunk. Wir haben das Rezept mal gelernt. Die Ringeblumen bitte auch in die Satteltasche. Die Tollkirschen auch in die Satteltasche. Alter. Hauptsache, wir sind überladen. Leck mich. Und wir haben ja noch nicht mal alle gelootet. Aber egal. Das bringt Geld. Ach, guck mal an. Hallo. Her damit. Gib mir deine Waffe. Alter, dass das einfach geklappt hat. Schön. So, wir snacken uns auch diese Truhe wieder. Entriegelt. Let's go. Ja, nehmen wir auch mit. Scheiß drauf. Topf essen. Nom, nom. So, schlafen. Es wird nämlich dunkel. Das ist ungünstig. Oh, let's go. Oh. Was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Oh, du kein Herumgescheiße mehr. Du willst dich prügeln? Was war das? Alarm! Ja, dann komm. Hier drüben. Wo sind alle? Schnell. Next. Zu den Waffen. Hier rüber. Das nennst du kämpfen? Hey, ihr alle, hier, Alter, wie viele kommen denn hier noch? Hey, war's das? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Fallen lassen. Ich hab hier ein Problem. Aufhören, bitte. Willst du mich verarschen?
Schieß auf mich, ich gehe auf ihn zu, er will sich ergeben. Nee, Freundchen. So haben wir aber nicht gewettet, ne, Kollege Schnürschuh. Einpacken. Mitnehmen den Scheiß. Haselnussbogen nehmen wir mit. Dankeschön. War sehr nett von dir. Muss man an der Stelle mal sagen. So, wir looten erstmal hier weiter. Ritterjagdschwert. Hallo Doggo. Schön, dass du auch da bist. Wein vergiften. Ja, leider haben wir nichts dafür da. So, können wir jetzt schlafen? Eieiei. Krass. Krasse Nummer schon wieder. So, wir schlafen. Und wir werden nicht geweckt. Also ganz offensichtlich haben wir das Lager erfolgreich leer gelootet. Sehr schön. Problem ist halt, wir sind überladen. Weil unsere Rüstung einfach viel zu schwer ist. Wir brauchen irgendwas, damit wir mit der Rüstung geiler klarkommen. Wir legen natürlich wieder Überschuss ins Inventory vom Hottehü. Ist doch klar. Jo, Spitzpfeile haben wir. Treuer Gefährte, schau. Verbesserte Jagdpfeile, Spitzpfeile. Das ist halt der Stuff, den wir brauchen, ne? Das ist halt echt so. Und dann hoffe ich, dass wir Schnellreisen machen können. Ja, die macht uns natürlich auch nicht besser, ne? Wir haben auf jeden Fall gleich noch minimale Überladung. Schade auf jeden Fall, aber ja, müssen wir durch. Okay, den behalten wir für Theresa. Freut sie sich. Nahrung. Hühnchen fürs Hühnchen. Trinkwasser. Trinkwasser. Ja, wir sind halt immer noch überladen. Hilft alles nichts. Ah, das sollte sich aber gleich erledigt haben. Hier haben wir noch was. Und zack, wir sind mal nicht mehr überladen. Voll geil. Aber das war knapp. Das war richtig knapp. So, was man heute hü. Mein Gaul. Hatten wir weiter oben geparkt. Ey, aber wir haben das echt gut und souverän auf die Kette gekriegt, ne? Das ist ja Wahnsinn. Aufsitzen. Und wir reisen wieder zurück nach Ratai und werden dort berichten. Nee. Wir versuchen an dem jetzt einfach vorbeizukommen. Wir sind schon überladen. Das ist ja Wahnsinn. Wir brauchen ein größeres Pferd. Mehr Lagermöglichkeiten. Ernsthaft. Wäre voll gut. Wo ist Bernhard? Bist du da? Nice, er ist da. So. Erstmal gehen wir Nom Nom an unser Doggo. Nom Nom an unser Doggo. Hallo. Auf da rumzubuddeln. Du Lachs. Hundi. Sieh mal, was ich für dich ganz. Ich hoffe, dass ich den Scheiß verkauft kriege. Hier verfüttert kriege. Genau, Gesundheit. Das sage ich. Nee, das sage ich ja auch immer. Noch eben einmal loben. Aber Junge. Gut, haben wir. So ist's echt. Genau, so ist recht. Sprich beenden, let's go. So, dann reden wir mal mit ihm. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Genau so. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Selbstverständlich. Ja, hier. Gute Arbeit. Das ist nicht alles. Was? Auf der Straße Richtung Sasau gab es Ärger. Höchstwahrscheinlich befindet sich auch dort ein Lager. Ist gut. Ich sehe mich dort um. Naja, immerhin bringt es Geld, ne? Immerhin bringt es ordentlich Geld. Ui. Aber ich muss schon sagen, das ist der Kracher, ehrlich. Das ist der Kracher, das macht echt Laune. Macht echt Spaß. So Kopfgeldjagd ist so voll mein Ding gerade. Es bringt Geld, wir trainieren auf diese Art und Weise unseren Schwertkampf und unsere Skills mit dem Bogen. Ja, wird auch Zeit, dass wir uns dann um die ganzen Belange hier kümmern. Ich lasse gerade wirklich die Story so ein bisschen links liegen. Einfach, weil es so krank viel zu tun gibt. Also, das ist der Wahnsinn.
Es ist der Wahnsinn, wie viel wir hier einfach zu tun haben. Kranker Scheiß, ey. Ernsthaft. Ich finde, als Belohnung sollten wir uns noch kräftig die Lanze wegschrummen lassen. Ja, komm. Einfach, weil wir es können. Hallo, du da. Einmal bitte Lanze polieren, Deluxe. Gott segne dich. Ja. Ich bin an. Und was da? Ich hätte gerne ein Mädchen und alles, was dazugehört. Hör zu und genieß. Ich hätte gerne. Ein Bad. Zu zweit? Natürlich. Aber zuerst das Geld. Ja, 40. Gut. Hier, komm, gönn dir. Bitte sehr. Genieß. Du wirst es nicht bereuen. Gott schütze dich. Ich habe ihr gerade das Alphabet beigebracht. Was eine Stunde. Anfänger, Alter. Spiel gespeichert. Gut, ihr Lieben, dann würde ich aber sagen, nee, sind wir noch nicht. Wir müssen doch den Verkauf machen. Ich wollte gerade abmoderieren. Wäre aber dumm. Weil ich weiß nicht, wann die nächste Aufnahmesession ist. Und bei meinem Glück vergesse ich dann einfach wieder, dass ich ja Kram zum Verkaufen habe. Das wäre nicht ganz so geil. Aber wir haben uns einmal jetzt ordentlich die Lanze polieren lassen. So macht das ein Ritter vom Welt natürlich. Das muss ja ab und zu mal sein, ne? Mal kurz die Einäugige mal ein bisschen die Höhle erforschen lassen. Ihr wisst schon. Ja, muss ja auch mal sein. So, wo ist denn hier unser Kollege? Der ist scheinbar beschäftigt noch. Aber das ist gar nicht weiter wild. Wir nehmen alles ins Inventory. Wir wollen ja wieder Verkäufe machen. So viel Kleidung, ne? Das ist der Wahnsinn. Brennnesseln nehmen wir alles auch wieder ins Inventory. So. Pferd ist leer. Und da ist der Müller. Bin so krank überladen. Hallo! Ja, Bursche! Lust auf eine kleine. Lust auf eine kleine Wette? Nein, aber wir wollen natürlich wieder unsere Ware verkaufen. So, verkaufen. Dann haben wir einmal den Damage. Oh Mann. Wir haben einen Damage-Dolch. Fackeln haben wir auch zu viele. Ein gewöhnlicher Schild. Ritterjagdschwert. Rustikaler Bogen. Da haben wir noch einen. Spitzpfeil Standard. Verbesserte Jagdpfeile. Sia. So, das sieht ordentlich aus. Pfeile brauchen wir jetzt auch erstmal keine kaufen. Da haben wir ausreichend. So, da hatten wir ja schon geguckt, dass uns davon nichts verbessert. Hab ja immer so ein bisschen Panik, dass ich Sachen übersehe. Kettenhaube, sehr gut. Geil. Silberring behalten wir, kriegt Theresa. Äpfel brauchen wir nicht. Ja, eigentlich brauchen wir auch hier die beiden Sachen nicht. Nahrung. In den Warenkorb. Was bewirkt der? Erhöht Stärke. Sattheit, Gesundheit. Alkohol 7. Ja, aber eigentlich brauchen wir den gerade gar nicht. Das heißt, wir verkaufen den. Katerbier brauchen wir auch nicht. Konservierungsmittel. Was ist Lazarus? Oh, das sollten wir aufheben. Regeneriere binnen 5 Minuten 100 Lebenspunkte. Okay, den behalten wir auf jeden Fall. Retterschnaps auch. Den normalen Schnaps, nö. Dank des Baden. Lockert die Zunge. Redekunst. Um 5 Punkte. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist mal interessant, aber das sind auf jeden Fall Tränke, die brauchen wir. Definitiv. Festgegenstände, sonstiges. Speisen des Herkules. Können wir lesen? Können wir tatsächlich lesen? Goldener Zierkelch. Kann ab 15 gelesen werden. Die Pilze, die hauen wir jetzt weg. Das weg, das weg. Ringeblumen behalten. Schaufel, Tollkirsche, uralte Karte, Färb. Bände, Zierkelch.
Okay, er will uns 874 geben. Ich möchte mehr als 1000 Flocken dafür sehen. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, falschen. Reden wir über den Preis. Nun. Ich möchte auf jeden Fall da ein bisschen mehr Knatze sehen. Ist das genug? Alter. Damit wirst du mich nicht. Nein, ich komme nicht auf 1000. Vielleicht doch. Ich versuch's. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Geil! Genau auf 1000 raus. Theresa, ich habe eine Ring for you. Hallo. Hallo. Sei gegrüßt, Heinrich. Hallo. Ich rieche nach einer anderen Dame. Aber, ich habe dir etwas mitgebracht. Ich habe dir etwas mitgebracht. Mhm. Schmuck. Den Ring. Bestätigen. Bitteschön. Oh, Heinrich. Ist das für mich? Nein. Das musste ich Unsummen gekostet haben. Ist für dein Wackeldackel. Gefällt mir sehr, danke. Das freut mich. Mach mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu sehr. Hm. Wollen wir wieder spazieren gehen? Das würde ich gern, Heinrich, aber jetzt nicht. Komm in ein paar Tagen wieder. Du musst einem Mädchen hin und wieder etwas Luft lassen. Okay. Alles klar. Aber, Freunde, wir setzen uns hin. Wir gucken nochmal, was wir gerade lesen können. Ich hatte da eben noch was gesehen. Inventory. Sonstiges. Speisen des Herkules. Können wir das schon erlernen? Jo, 6 Stunden. Ich frage mich, was Theresa gerade... Aha, Theresa. Neue Stufe. In Stärke. Geil, ich muss mir das aufschreiben. Speisen des Herkules. 2 war das. Speisen des Herkules. Herkules 2, ne? Okay. Theresa, das können wir noch nicht machen, ne? Das, dafür sind wir noch zu schlecht. Und den habe ich jetzt fertig? Hä? Aber ich habe es doch gerade gelesen. Du hast verbessert. Stärke. Ah, jetzt sind wir auf jeden Fall fertig. Okay. Haben wir. Speisen des Herkules 2. Haben wir noch ein Buch? Nope. Da sind wir durch. Gut, ihr Lieben. Dann machen wir noch ein Stündchen Bubu. Oder können wir die Nacht durchmachen? Ja, mehr oder weniger, ne? Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sind wir für heute auf jeden Fall am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich durchaus über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Dort findet ihr den Partner Instagaming und Triebwerk verlinkt. Checkt es gerne ab. Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut. Und ciao.